Hallo meine Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch super softe Burgerbrötchen. Ich verwende eine Udane-Methode. Dafür macht man einen Vorteig, der besteht aus Mehl und heißem Wasser. Es wird schön vermischt, bis kein trockenes Mehl mehr vorhanden ist. Und dann lässt man es komplett abkühlen im Kühlschrank. Und dann bereitet man den allgemeinen Teig vor. Und ich zeige euch, wie man es macht. Let's go! Zuerst mache ich einen Vorteig. Dafür brauche ich in einer Schüssel 100 Gramm Mehl und dazu gebe ich die gleiche Menge heißes Wasser dazu. Nehme einen Löffel und vermische das gründlich. Schön vermischen, bis kein trockenes Mehl sich in der Schüssel befindet. Breite ich das etwas aus. Das gebe ich noch mit hinein. Dann nehme ich mir etwas Frischhaltefolie und decke das jetzt ab. So. Schön über den Teig. Und stelle das jetzt in den Kühlschrank und lasse es abkühlen. So ungefähr 15 Minuten. So, dann geht's los und wir machen den Teig. Ich nehme eine große Schüssel. Gebe hinein 40 Gramm Zucker, 2 Eigelb, 12 Gramm Salz, 25 Gramm Hefe und 300 Gramm Milch. Löse nun Hefe, Zucker und Salz gründlich auf. Nach dem Auflösen kommt nun mein Vorteig hinein. Und 500 Gramm Mehl. So, sammeln das Ganze zu einem Teig. So, daraufhin mache ich schön meinen Löffel sauber. Sammle den Teig noch kurz in der Schüssel mit den Händen. Nehme ich den Teig auf die Arbeitsfläche. So, und da der Teig recht klebrig ist, heben wir ihn hoch, platschen auf die Arbeitsfläche und falten ihn drüber. So, das machen wir jetzt ein paar Minuten lang. Bis der Teig sich schön sammelt. Nach ungefähr 2 Minuten decke ich den Teig gute 15 Minuten kurz ab. So, dann decke ich das Ganze auf, nehme meine Schüssel auf die Seite, nehme wieder den Teig, knete ihn weitere 2 bis 3 Minuten. Jetzt ist er ein bisschen fester geworden, schaut etwas glatter aus. Schön den Teig nehmen, auf die Arbeitsfläche klatschen und drüber fallen. So, nach den 2 Minuten nehme ich den Teig, breite ihn etwas aus, nehme 40 Gramm weiche Butter, so verteile das hier ein bisschen auf den Teig. So, schön drauf klatschen. So, jetzt wird das Ganze wieder etwas klebriger. Butter wird schmelzen, das Teil wird auf der Arbeitsfläche kleben bleiben, aber der sammelt sich wieder. So, den Teig jetzt nun gründliche 5 Minuten durchkneten. So, das Kneten reicht jetzt. Nehme ich meine
meine Schüssel, nehme meinen Teig, falte ihn noch ein paar Mal und lege ihn in die Schüssel, den Teig in der Schüssel, decke das jetzt ab und lasse es jetzt aufgehen, bis es doppelt so groß ist. Je nach Raumtemperatur dauert es zwischen 45 Minuten bis 90 Minuten. So, jetzt habe ich hier meinen Teig, der schön aufgegangen ist, ist also doppelt so groß. Decke das Ganze auf, nehme etwas Mehl auf die Arbeitsfläche. So, dann nehme ich meinen Teig hier aus der Schüssel. So, bisschen Mehl oben drauf. Knete den Teig leicht durch. So, dann nehme ich mir eine Waage und unterteile diesen Teig in 10 gleich große Teile. Dann müsste eins ungefähr so 100 Gramm wiegen. Habe ich die Teiglinge unterteilt. Dann nehme wieder ein bisschen Mehl, streue sie über die Teiglinge, nicht zu viel. Dann mache ich mir den Teigling. Falte ihn nun von außen in die Mitte, damit er schön kreisförmig wird. Drehe ihn um und versuche ihn zu einer schönen glatten Kugel zu schleifen. Schön straff. So. Das lege ich kurz auf eine bemehlte Fläche. Habe ich nun die Teiglinge zu Kugeln geschliffen. Nehme ich nochmal ganz kurz Mehl auf die Arbeitsfläche, nehme den Teigling und schleife ihn nochmal ganz kurz durch, so, damit er auch schön glatt wird. Das lege ich jetzt auf dem Blech mit Backpapier. So, die Kugeln auf dem Blech gebe ich nun in den Backofen und lege oder stelle eine Tasse mit heißem Wasser dazu und lasse aufgehen, bis sie schön doppelt so groß sind und schön wackeln. So, nach 30 bis 40 Minuten schauen dann meine Brötchen so auf, sind schön aufgegangen. Die wackeln auch schön. Nehmen wir einen Pinsel, nehmen wir das Eiweiß und bepinsele schön meine Burger Buns damit. Schön gleichmäßig. So. Nach dem Bepinseln kann man nach Wunsch etwas Sesam drauf tun. Jetzt kommen die in den Backofen. Der Backofen ist vorgeheizt auf 180 Grad Umluft. Das kommt jetzt in den Backofen für ungefähr 18 bis 20 Minuten, bis sie schön goldbraun sind. So, nach ungefähr 20 Minuten nehme ich dann meine Burger Buns aus dem Backofen. Und jetzt, solange sie noch warm sind, nehme ich etwas Butter und bepinsele sie schön mit Butter. Bisschen schön glänzen, schön gleichmäßig. So, nach dem Bepinseln lasse ich jetzt abkühlen. So ungefähr 15 Minuten mindestens. Und dann kann ich sie auch verwenden. So. So sieht dann nun mein Burgerbrötchen nach dem Backen und Abkühlen aus. Schön soft, weich. Stellen wir das einmal auf. Und so sieht das Ganze innen aus. Schön porig. Super soft. Und das kann man jetzt nach Belieben belegen. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's dann mit diesem Video. Die Burgerbrötchen sind super soft geworden, Jetzt kann man sie nach beliebigen Toasten belegen, wie auch immer. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.